tutti! Buonasera! Meine Frau Sora! Mein Mann Benozzo! Wir heißen Sie herzlich willkommen auf Sizilien in Siracusa zur Neueröffnung der Bar Da Gasparone! Prego, Maestro! Avanti la musica! Das Gerücht verstreut habe, der berühmte Räuber Hauptmann Gasparone sei vom Festland nach Sizilien gekommen, um die Mafia des Fürsten zu lehren. Zitto! Über die Mafia spricht man nicht laut. Der Pate hat seine Ohren überall. Der Pate hat überall seine Ohren. Ein Spion. Zitto.
Siracusan heute. Gebella, tornata, eh? Taxi! So ist es also. Ihr Gauner missbraucht Gasparones Name für eure Operationen. Na, wer redet denn von Missbrauch? Hey, tagsüber verdienen wir ein bisschen was mit der Bar da. Nachts mit Fischen und gelegentlich... Ma che vuole, Signore, eh? Bessen wir unseren miesen Verdienst etwas auf. Als Schmuggler. Als ehrlicher Schmuggler, prego. Das Herz einer Frau. Das Herz einer Frau sollt ihr stehlen. Donnerwetter. Dazu sind unsere Hände zu schmutzig, Eccellenza. Aber sauber genug für einen alten Drachen. Einen alten Drachen? Einen alten Drachen. Einen weiblichen Drachen, der meine Herzdame bewacht. Ah, capito tutto. Wir greifen im Namen von Gasparone einen weiblichen Drachen an. Bravo. Va bene. Ah, molto bene. Hey, va benissimo, capo, eh? Und jetzt brauchen wir noch ein Losungswort. Zucchero e caffè. Zucchero e caffè. Benissimo. Gradisce un caffè, una birra, capo? No, grazie, più tardi. Pronto? Der Polizei ist auf dem Weg zur Bar. Sì, benissimo. Sora! Sora, aufstehen! Aufstehen, los, wir kriegen Gäste! Was für Gäste? Podestana Sohn. Na los, jetzt beweg dich! Leg deinen Roman jetzt weg! Was ist das denn? Die neuesten Abenteuer des Räuberhauptmanns Gasparone. Na, den kriegst du gleich früh warm erzählt. Ja? Dann schreibst du da wieder auf. Nichts Wichtiges. Den heutigen Zuckerpreis. Okay. Du kannst doch die Bettdecke jetzt nicht raushängen. Ich kann doch die Bettdecke raushängen, weil sie mir passt. Aber kannst du nicht? Kann ich doch? No, signor. Si, signor. No, signor. Si, signor. No, signor. Hoppla!
Was gibt's denn da zu schauen? Abtreten! Verzeihung, Eccellenza! Sergente Sascha! Nach unserem Nachtdienst spendiert die Dopo d'Esta den tapferen Carabinieri sicher ein Bier. Ne vero, Eccellenza? Ne vero, Eccellenza! Come sicher? Ma certo, ragazzi! Viva la solidarietà, donne! Viva la vita! Barda Gasparone! Was soll denn das? Oh, diesen Halunken von Benozzo könnt ihr verprügeln lassen! Benozzo! Un caffè, una birra, un aperitivo, eccellenza! No. Portami un bicchiere di vino. Vino rosso. Va bene. Fammi un sentire così. Tesoro. Ich heiße nicht Tesoro, sondern Sora, Eccellenza. Was passiert, Eccellenza? Lieben Mann, verdammtes. Du hast uns aber mal so meine ganze Nacht betrogen. Eccellenza, haben Gasparone nicht gefunden? Heuchler, verlorener Fuchs. Questo biglietto habe ich gefunden. Wo der Bürgermeister Nasoni erscheint, zieht sich Gasparone zurück. Der kleine Gaune weicht dem Größeren. Ma guarda, dieser Mann muss ihn kennen. Er wird gehört haben, dass unser Bürgermeister gerne mal ein Auge zudrückt, wenn man ein Pflaster drauflegt, hä? Was ist questa? Caspita, ci sei in pinienbällchen. Gasparone, etwa? Zucchero e caffè. Das ist meine Gesundheit nicht zuträglich. Annemarie, das ist Mafia. Das ist wie deine Sendung, die wir gesehen haben. Weißt du noch? Besser, wir gehen ins Hotel zurück und schauen das am Fernseher an, Hans-Uli. Komm! Arrivederci! Komm jetzt, Annemarie, sonst ist noch verschossen. Arrivederci! Ich bin ein ruinierter Mann! Was macht die noch auf? Die Biermarsch ist zu Ende! Die Marsch, Carabinieri! Carabinieri! Avanti,
Zeige ich meinem Sohn. Carlotta besitzt alle Frauentugenden. Sogar schießen kann sie. Grazie, Padre mio. Sindulfo selbst scheint diese Vorzüge nicht zu kennen. Oh Mann, no. Cara Carlotta, Sie tun meinem Figlio Unrecht. Davvero? Wo der verdammte Windbeutel wieder steckt, der Nader von Verone. Che? Oh, no, no, no. Sindulfo betet sie an, er vergöttert sie. Ich sah mich plötzlich von einer Horde wilder Gesellen umzingelt. Bellissimi uomini, beraubt mich ihr wilden, schönen Männer, rief ich. Aber schont meine Mädchenehre, es ist alles, was ich besitze. Sie blieben für mein Flehen taub. Schrecklich. Schrecklich. Unbegreiflich. Unbegreiflich. Wo sind die jungen Leute von heute? Wenn nicht die alten Herren noch wären, steht nur aus Frauenzimmer, beschwimmer. Sie sind viel amüsanter, charmanter, charmanter und reden dabei schwierig, befriedig. Aber Gott fürchte mich, alles ein Galanterie. Ihre Treue ist der Tod, wenn sie haben aus dem Hohen. Sag ihr das bitte. Va bene. Va prendi. Ma no. Prendi. Ma no. Dai, prendi. Grazie, illustrissimo. Oh, amore. Amore. Zu welchen Dummheiten kann dieses Gefühl mit 5 Buchstaben selbst Männer mit Charakter verleihen? Hier kommt Erminio Paluzzo, 30 Jahre alt, ledig, reich, Gutsbesitzer, gut aussehender, mutiger Draufgänger. Wie geschaffen also für eine Story d'amore romantica, nicht wahr, Signore, Signore? Hab ich erfüllt des Freundes Pflicht. Gewiss! Sollten Sie nur nicht. Thank you.
Blick entscheidet mein Geschick. Meines Sohnes Glück. Der Kerl ist niemals da. So kostet das ein Lösegeld von 10.000. Cordiali saluti, Casparone. 10.000! Dann nehmen wir gesondert euch hier! Bestimmt ohne Lösegeld frei. Überreife Frucht?
Wie drücken Sie sich eigentlich aus? Noch zugewählt, noch zugewählt. Man könnte auch sagen, Fallobst. Es ist just qualche cosa. Ist etwas geschehen? Wir haben uns nur gerade über den Reifungsprozess von Früchten unterhalten. Sie? Unfähiger Schuft. Bandito impotente. Hast du die 10.000 nicht abgeliefert? Aber sicher, ma certo. Doch Gasparone meinte, er habe sich bei Sindulfo verschätzt. Ja, Sie, Signore, Signori. Und dann sagte er in einem Dialekt, den ich nicht verstand, lascia ora doppia, doppelt oder nüt. Außer küssen, hä? Das steht da nämlich nicht drin, weil der Text vom Theaterart zensuriert wurde. Stadtfenster, Bad, Laut.
nichts mehr. So, bitteschön. Hey, ich hoffe, du. Ich will das Foto machen, kannst du mich helfen? Ich muss mich da ein bisschen helfen, kann ich. Ja. Ein bisschen fester, Anna-Marie, nicht so zittern. Es kommt ein Gewitter, Hans-Uli. Der Wetterbericht hat schön gehabt, Freizeiten. Ja, denke ich, der Schweizer Wetterbericht. Hey, jetzt ruhig, dann habe ich es gerade. Nicht wackeln, jetzt habe ich den Schlossturm Santa Croce im Suchen. Hast du das Zeug nicht morgen füttern? Ich habe es dir schon mal gesagt. Ich brauche unbedingt noch ein paar Nachtaufnahmen für den Diabend beim Köbi und bei der Margli. Der Köbi muss man nicht nochmals das Maul voll nehmen mit seinen Mondscheinfötterli vom Cinque Terre. Hey, jetzt ruhig, Herr Saft, nochmal! Hansur, da ist einer mit einer Pistole! Was? Herr Messo, ich muss erklären. Ich kann nicht mehr, Hansur! Keine Ahnung, un momento, per favore. Mi spiace, fotografare è severamente proibito. Sì, questo prato è mio. Svizzeri, ciao. Bye.
Bürgermeister sein. Ich wäre am liebsten der Gauner Gasparone. Und schon. Oh. Garo Papa. Ach du Mist. Was ist denn los? Gecko, sei successo. Wo bleibt deine ewig gute Laune? Ich trauere. Du traust? Um die Million? No, Papa. Um Carlotta. Um Carlotta? Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben richtig verliebt. Misericordia. Das hat mir gerade noch gefehlt. Warum verbietest du mir plötzlich, sie zu heiraten? Sie hat kein Geld mehr. Wenn's aber Gasparone wieder herausgibt? Stupido. Was man einmal gestohlen hat, das gibt man nicht mehr wieder heraus. Davon verstehe ich etwas. Io sono il signor Svizzero. Questa è mia moglie, signora Svizzera. Sì, il mio apparato fotografico è stato rubato da un mafioso con pistola. Mein Herr Svizzero, ich habe es vor einer Minute meinem Sohn gesagt. Was man einmal gestohlen hat, das gibt man nicht mehr wieder heraus. Ein Mafioso erst recht nicht. Gehen Sie nie ins Kino? Jetzt lassen Sie mal gut zu. Adesso sente una volta molto bene. Ihr wollt Holzferien machen in Sizilien. Ja, und keine Erlebnisferien. Bis ruhig, Annemarie. Ferien per stare bene und pro romantico e non per essere rubato. Da, Sicilia romantica. Jetzt nicht, Annemarie. Noi oggi. Ritorno in Svizzera con retrobiglietto. Und das nächste Mal gehen wir wieder auf die Rigi in die Ferien. Dann kann man nicht mehr machen. Und dann sehen wir Mafios in der Fotiapparatshalle. Ist doch wahr. Ah!
Jetzt sprich mich wegen dieser Schweizer auch noch der Fremdverkehr zusammen! In einem guten Theaterstück, da werden doch am Schluss die Helden immer noch gerettet. Ja, wo bleibt denn mein Rettungsdienst? Mein Servizio di Emergenza? Vielleicht brauchen Sie den schon nicht mehr. Sie kommen hier wieder rufen! Die Karabiniere warten auf Sie. Bis zum Beginn des Standgerichts, in 10 Minuten, bleiben Sie wegen Naturverdachts unter Arrest. Und Rauchen ist hier verboten. Schießen auch. Lassen Sie die Karabiniere mal warten. Ich glaube, es ist Zeit, mich Ihnen vorzustellen. Conte Erminio Saluzzo, von und zu Mastroianni. Etwa ein Verwandter unseres beliebten Filmschauspielers. Sein Onkel. Ma guarda. Dann hat die Neffe das Talent für Schauspielen und für die Frauen ja von Ihnen. Wie können Sie mir nun helfen? Welche Rolle muss ich spielen? Sie müssen ein besserer Mensch werden. Ein besserer Mensch? Santo cielo, verlangt von mir etwas Leichteres. Pronto. Die Gräfin Santa Croce. Sie soll... Hereinkommen, subito. Lasse Damen von Ihrem Schlag gerne sitzen. Ich lasse Herren von Ihrem Schlag gerne stehen. Oh. Ich darf Ihnen mitteilen, meine Damen, wir haben hier einen Zeugen. Er wird Licht in den nächtlichen Diebstahl im Schloss Santa Croce bringen. Ah, oh. Sind schon wieder da, hört das Hofgeschwar. Wir wollen hören, was er bringt. An das Standgericht. Ich, Antonio Marcello Gasparone, bin es müde, vom genialen Podestà Nasoni verfolgt zu werden. Deshalb räume ich Sizilien und suche auf dem Festland ein neues Betätigungsfeld. Schwitzerer! In die Schweiz soll er gehen! Könnt ihr das zurückschreiben? Erhalten. Überreichen Sie der Gräfin dieses Paket. Dieses Paket? Mhm. Was ist denn da drinnen? Ein Hochzeitsgeschenk. Ein Hochzeitsgeschenk? Ein Hochzeitsgeschenk. Was ist denn jetzt schon wieder los? Es ist Zeit für das Standgericht. Ecco Papa, da bin ich! Euer Bürgermeister unterschätzt sich. Dank seinen Bemühungen ist die verschwundene Million wieder ans Licht gekommen und aus seinen Händen erhält die Gräfin ihr Geld zurück. Könnte mein Sohn sie doch heiraten. Ma certo! Wenn nicht ich
ich sie heiraten würde. Bravo. Ah, che bello! Ah, che romantico! Conte, Conte! Könnten Sie mich Ihrem berühmten Neffen nicht das Charakterschauspiel empfehlen? Ich möchte den Potestaner Sohn an den Nagel hängen. Und mal einen Räuberhauptmann spielen! Ah, einen Räuberhauptmann! Einen Räuberhauptmann!